Unsere Haut spielt mal wieder verrückt, ist gerötet, die Pickel sprießen, und das ist ein Zeichen, dass wir so gar nicht im Gleichgewicht sind und innerlich sehr unzufrieden, obwohl wir im Außen vielleicht freundlich und angepasst wirken. Was steckt dahinter? Wenn Sie das interessiert, dann bleiben Sie unbedingt dabei. Hallo und herzlich willkommen hier bei Selfmade Dog. Mein Name ist Carmen Maria Poller. Ich bin Coach und Buchautorin und frei nach dem Motto selbstbewusst gleich kerngesund begleite ich Menschen dabei, bewusst zu leben und vor allem die richtigen Entscheidungen zu treffen für das eigene Wohlbefinden. Hautrötungen, Hautprobleme, Pickel oder sogar Akne. Einige von Ihnen kennen das vielleicht aus der Pubertät. Ich erinnere mich auch schweren Herzens an meine Jugend. Es ist auch ein richtig belastendes Thema und eine richtig negative Schleife, denn Emotionen wie Groll, Wut, Angst, Scham, Ablehnung, Selbstablehnung, wenig Selbstwertgefühl, Selbstliebe, die in den Keller geht, weil man sich nicht schön fühlt, weil man sich hässlich fühlt. Das alles ist ja in dieser Zeit ohnehin schon mal da. Das bedeutet, das wird dann durch weitere Hautprobleme allerhöchstens noch verschärft. Das heißt also, diese Gefühle sind Ursache und Folge zugleich. Und natürlich weiß man, okay, man ist gut in dermatologischer Behandlung aufgehoben, genetische Bedingungen, hormonelle Schwierigkeiten und da ist sicherlich auch Hilfe zu erwarten. Wobei, es kann ja auch sein, und darum soll es heute gehen, dass Hautprobleme auch zu einem späteren Zeitpunkt immer wieder auftauchen. Das kann mit 25 sein, mit 35 oder mit über 40. Und das passiert gar nicht mal so selten. Und 70 bis 80% betrifft es Frauen. Warum ist das so? Vielleicht, weil Frauen insgesamt mehr Ansprüche an sich haben und sich mehr Gedanken darüber machen, wie sie im Außen wirken und ob sie gut angenommen werden, wie sie beurteilt werden. Doch schauen wir mal nach, was könnte das noch zu bedeuten haben. Zum einen ist es also so, dass natürlich Hormone eine Rolle spielen und Hormonschwankungen. Die Antibabypille, Schwangerschaften, Wechseljahre, was auch immer da reinspielt, kann eine Rolle spielen. Aber eine ganz große Rolle spielt auch Stress. Und wenn ich hier von Stress rede, dann meine ich zum einen die Menschen, die vielleicht betroffen sind, weil sie sowieso eins auf das andere noch draufpacken, immer mehr, immer ganz viel und so weiter. Und da ist ein Druck dahinter, da ist ein Zeitproblem da. Aber ich meine auch den Stress, wenn wir von negativen Emotionen sprechen. Das heißt, solche Emotionen wie zum Beispiel Wut, dass die nicht näher angesehen werden, dass die nicht verarbeitet werden und dass sie schon gar nicht zum Ausdruck gebracht werden. Und das wiederum alles das, was wir behalten oder über einen längeren Zeitraum auch im Körper behalten, das wirkt sich dann auch auf den Körper aus und zeigt sich dann auch durch unsere Haut. Und da möchte ich mit Ihnen gemeinsam mal näher drauf schauen. Denn unsere Haut ist ja sozusagen die Abgrenzung zwischen unserem Inneren, und mit unserem Inneren meine ich unsere Identität, unsere Individualität, unsere echten Gefühle und dem Außen, der Außenwelt, wie wir uns da geben und wie wir da so sind. Und dazwischen die Grenze. Und man spricht bei Hautproblemen häufig davon, dass es eine Form der Abgrenzung ist. Das heißt, ich habe Hautprobleme, halte andere auf Distanz, will eigentlich meine Ruhe haben, was ich aber nicht im tatsächlichen Leben durch Selbstbehauptung umsetze. Man könnte also auch sagen, unsere Haut ist ein Zeichen unserer Seele, unserer inneren Empfindsamkeit. Und diese Dinge drücken sich auch durch die Haut aus. Eine Kommunikation. Wir kommunizieren von innen nach außen. Und wenn wir es nicht so machen, dann machen wir es eben über die Haut. Und da spielt natürlich auch eine Rolle
rein die Kommunikation innerhalb unserer Beziehungen. Das heißt also auch die Qualität in unseren Beziehungen. Wie gehen wir damit um? Und wir können davon ausgehen, dass wenn beispielsweise ein Mensch sehr empfindsam ist, dann hat er auch eine empfindliche Haut. Und wenn ein Mensch sehr, sag ich mal, gelassen in vielen Dingen ist, leicht im Nehmen, das heißt so ein dickes Fell hat, dann hat er auch so eine dickere, robuste Haut. Und wenn ein Mensch eher nervös ist oder gereizt, dann neigt die Haut vielleicht auch schnell zu nervösen Reizungen und zeigt sich dementsprechend im Außen. Und wenn wir jetzt so einen klassischen Pickel ansehen, der schon entzündlich ist, dann ist es wie so eine Explosion, da hat sich etwas entzündet, das ist so eine überschießende männliche Energie, die nicht ins Außen transportiert worden ist. Und wir können also davon ausgehen, es ist so wie so kleine Wutausbrüche sozusagen. Und da lohnt es sich natürlich dann auch mal näher dahin zu schauen, um zu sagen, okay, eine Wut, die ich quasi zeige, Wut, Gereiztheit, Ungeduld, das steckt dahinter. Und meine Haut zeigt es an, weil ich irgendwo anders mich nicht selbst behauptet habe und weil ich meine tatsächlichen Gefühle nicht nach außen transportiert habe. Das heißt, die behalte ich dann eher im Inneren. Und ich habe drei Anregungen an dieser Stelle für Sie. Zum einen hängt die Haut natürlich auch, wie ich schon sagte, mit einer Übersäuerung zusammen, mit einem Sauersein, also ein Stress. Wenn wir im Stress sind, dann haben wir natürlich auch vermehrte Ausschüttung von Stresshormonen, von Cortisol und Adrenalin und so weiter. Und die Wut ist dem Organ in der chinesischen Medizin, dem Organ Leber zugeordnet. Und da ist es natürlich auch sehr sinnvoll, da mal näher hinzuschauen und das nicht negativ zu befeuern. Das heißt also, die Leber zu schützen und positiv zu fördern, indem beispielsweise Sachen wie in der Ernährung tierische Fette, Zucker, Alkohol, das irgendwo reduziert wird, stattdessen die basische Variante und Bitterstoffe auf der einen Seite, das können wir da tun. Und auf der anderen Seite, Leber ist stark mit Müdigkeit und so weiter auch verbunden. Das heißt, gönnen Sie sich Ruhe. Wenn Sie so ein Typ sind, der unheimlich viel macht und noch mehr und noch mehr und noch mehr und hat dann schon so einen gewissen Stresspegel, gönnen Sie sich tatsächlich mal Ruhe zur Regeneration, guter Schlaf, gute Erholungsphasen. Meine zweite Anregung für Sie ist, und das hängt auch stark mit diesen Gefühlen zusammen, der Selbstliebe und des Selbstwertgefühls, dass Sie den Fokus aus dem Außen mal abziehen, nämlich zu schauen, was denken die anderen, wie finden die mich, wie finden die, dass ich aussehe, habe ich mich hier richtig verhalten, um dazu genügen, um den anderen irgendwo zugefallen, es recht zu machen, da einfach mal abzuziehen und den Fokus nach innen zu nehmen und sich mal zu überlegen, okay, was macht mich denn auch so gereizt oder in welchen Situationen habe ich vielleicht gar nicht das gesagt, was ich wirklich denke? Wo muss ich mich vielleicht da mal abgrenzen? Und dann auch zu schauen, nicht auf das zu schauen, wo ist irgendetwas unbefriedigt im Außen geblieben, sondern einfach mal zu schauen, was ist denn alles da? Nicht die Defizite, sondern zu schauen, was ist an mir liebenswert? Ja, wo bin ich einfach gut und wo kann ich mit mir so umgehen, wie sie auch mit einem Freund umgehen würden. Also sich selbst ein guter Freund sein, lieb sein zu sich selbst, freundlich sein zu sich selbst, sich um sich selbst kümmern. Das alles hat viel mit Selbstliebe zu tun. Und mein dritter Punkt für Sie ist, diese Wut in der Form nach außen zu bringen. Das heißt, dass unsere Haut nicht abgrenzt, dadurch, dass sie reagiert, sondern wenn wir unsere Ruhe haben wollen, wenn wir unseren Frieden haben wollen oder da kommt irgendwo was von außen und das ist uns zu viel, dass wir dann auch tatsächlich eine Grenze ziehen. Und zwar im Außen, tatsächlich. Dann braucht die Haut nicht zu reagieren. Das heißt, da ist ein Veto gut, da ist ein Nein gut, da ist weniger besser als mehr und das dann auch einfach zu probieren. Da ist es wichtig, sich bewusst zu machen,
Das hat was mit Selbstbehauptung zu tun und das lernt man am besten, indem man es einfach macht. Sagen Sie dann an irgendeiner Stelle mal Nein und ziehen Sie eine deutliche Grenze. Ja, ich hoffe, Sie hatten Freude mit dieser Folge. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben und diesen Channel abonnieren. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie schön im Gleichgewicht. Ihre Carmen Maria Poller.